Hallo zusammen. Wenn du gerade im Homeoffice bist, einen arbeitsreichen Vormittag hinter dir hast, vielleicht eine lange Telco hattest und schon super fleißig warst oder vielleicht einen Tag hast, an dem einfach nichts funktionieren möchte und du schon den 10. Kaffee-Intus hast, dann habe ich ein kurzes 10-minütiges Workout für dich, das du einfach direkt am Platz machen kannst, wo du eben bist. Wir packen neue Energie in den Körper und du brauchst nicht mehr als den Stuhl, auf dem du sowieso schon sitzt. Wenn du bereit bist, dann lass uns beginnen. Schön, dass du dabei bist. Lass uns damit beginnen, dass wir den Stuhl so weit zurückschieben, dass wir nur noch aus der vorderen Kante vom Stuhl sitzen. Die Füße sind ungefähr hüftbreit aufgestellt und die Hände liegen vor uns auf dem Oberschenkel. Die Handflächen zeigen nach oben und die Schultern sind locker. Schließt kurz die Augen, atmet ein paar Mal tief durch. Kommt ganz bei euch an. Und dann beginnt damit, den Kopf hin und her zu bewegen, in Achtern, in Kreisen, ganz wie ihr möchtet und ganz wie es sich für euch am besten anfühlt. Vielleicht knackt es etwas im Nacken. Lass die Arme hängen. Lasst den Kopf langsam nach rechts sinken und jetzt habt das Gefühl, dass jemand an eurer linken Hand zieht und euch damit wieder aufrichtet. Lasst den Kopf nach links sinken und lasst euch von eurer rechten Hand wieder aufrichten. Dann kreisen wir die Schultern viermal weit nach hinten. Nehmt locker den Oberkörper mit, nehmt den Kopf mit. Atmet dann ein und bringt die Arme nach oben über den Kopf. Streckt euch dann lang nach oben. Atmet aus, öffnet die Arme wieder über die Seite. Und atmet ein, bringt die Arme wieder nach oben. Die Handflächen bringt ihr zueinander und lasst sie nach unten sinken. Verschränkt die Finger dann ineinander und lasst die Handflächen von euch wegzeigen. Während ihr ausatmet, drückt die Handflächen weg von euch. Atmet ein, löst sie wieder. Atmet aus, drückt sie wieder von euch weg. Die Schulterblätter ziehen nach unten. Atmet ein, löst die Spannung wieder. Atmet nochmal aus, drückt die Handflächen weg von euch. Und richtet die Hände auf nach oben. Dann bringt die Handflächen zueinander und lasst die Hände nach vorne ziehen, während ihr den Rücken rundet und die Schultern nach vorne ziehen lasst. Wie in einen Katzenbuckel, zieht den Rücken lang auseinander und richtet euch wieder auf. Atmet ein, atmet aus, lasst die Hände wieder nach vorne ziehen, rundet den Rücken, der Bauchnabel zieht nach innen. Atmet ein, richtet euch wieder auf. Bringt die Handflächen wieder zueinander, der Zeigefinger zieht nach vorne, richtet euch wieder auf und öffnet dann die Arme über die Seite. Kreist die Handgelenke ein paar Mal umeinander . Bringt die Handrücken an die Innenseite von euren Beinen und drückt mit den Beinen dagegen. Richtet euch auf dabei, dann rundet den Rücken, drückt von außen gegen eure Beine und richtet das Brustbein auf nach oben. Drückt von innen wieder gegen die Beine drücken dagegen, rundet den Rücken und von außen gegen die Beine drücken, richtet den Oberkörper auf. Noch einmal von innen gegen die Beine drücken. Rundet den Rücken und von außen gegen die Hände drücken, richtet das Brustbein auf nach oben und löst das Ganze wieder. Lockert die Schultern, lasst alles hängen, baumelt hin und her und legt dann die Handflächen auf den Tisch vor euch. Während ihr ausatmet, drückt ihr mit den Handflächen gegen die Tischplatte und habt das Gefühl, ihr werdet größer dabei. Löst die Spannung wieder, atmet ein, atmet aus.
baut wieder Spannung auf und drückt euch abwechselnd mit den Füßen vom Boden weg, als würdet ihr abspringen wollen. 10 Mal. Dann schiebt das Gewicht nach vorne über die Füße und haltet dort kurz, knapp über der Sitzfläche. Und richtet euch langsam auf. Dann schiebt das Gewicht ein paar Mal hin und her, lockert die Schultern, bewegt den Kopf hin und her, ganz wie ihr möchtet. Und wir wiederholen das Ganze 2 Mal. Setzt euch wieder hin, die Hände auf die Tischplatte. Atmet aus, drückt gegen die Tischplatte, richtet euch auf und stoßt euch abwechselnd mit den Füßen vom Boden weg. Mit Kraft nach oben drücken. Schiebt das Gewicht nach vorne, kommt in den Squat. Das Gewicht ist in den Fersen. Der Oberkörper ist diagonal nach vorne ausgerichtet. Rundet den Rücken und stellt euch hin. Bewegt euch von einem Bein aufs andere. Ganz egal, wie das aussieht, schaut, was euch gut tut. Wenn ihr möchtet, bounced etwas und setzt euch wieder hin. Ein letztes Mal. Atmet aus, drückt gegen die Tischplatte. Und stoßt euch mit Kraft vom Boden weg, setzt die Füße immer wieder kontrolliert ab. Und schiebt das Gewicht nach vorne, haltet knapp über der Sitzfläche. Bauchdecke ist nach innen gezogen und rollt dann nach oben. Bewegt euch hin und her, lockert die Schultern, schüttelt den Kopf hin und her. Streckt die Beine abwechselnd und setzt euch wieder hin. Dann greift ihr leicht hinter eurer Hüfte an die Außenkante von eurem Stuhl, richtet das Brustbein auf nach oben und zieht die Schulterblätter zueinander. Dehnt den Brustkorb und löst das Ganze wieder, richtet euch nochmal auf. Beim nächsten Mal hebt das Becken ab, zieht die Schulterblätter zueinander und setzt euch wieder hin. Eure Schultern sind über euren Handgelenken, dann schiebt ihr euren Stuhl nicht nach hinten weg. Nehmt die Arme dann neben eure Hüfte und hebt den Po ab von der Sitzfläche. Wenn ihr möchtet, hebt die Beine ebenso ab und balanciert dort kurz. Die Schulterblätter ziehen nach unten, der Bauch ist fest angespannt. Setzt euch wieder hin und wir wiederholen das Ganze 2 Mal. Greift hinter euch, das Brustbein zieht Richtung Decke, die Schulterblätter ziehen nach unten, dehnt den Brustkorb, der Po ist angespannt und setzt euch wieder hin. Bringt die Arme nach vorne an die Sitzfläche und stützt euch nach oben. Das Gewicht ist in den Händen. Wenn ihr möchtet, hebt die Beine ab. Und ein letztes Mal. Greift hinter euch, Schultern sind über den Handgelenken, richtet euch auf, schiebt das Becken nach oben, dehnt den Brustkorb, die Schulterblätter ziehen zueinander. Setzt euch wieder hin, bringt die Arme nach vorne neben eure Hüfte und stützt euch ab. Wenn ihr möchtet, streckt die Beine gerne durch und setzt euch dann wieder hin. Dann öffnet die Beine etwas weiter. Lasst das rechte Bein weit diagonal nach hinten raus. Dreht euch nach links, wenn ihr möchtet, fast an eure Stuhllehne oder an die Außenseite von eurem Bein und habt das Gefühl, ihr schraubt euch in die Decke nach oben. Ihr dehnt den Hüftbeuger damit, ob ihr das Bein gebeugt oder gestreckt habt, das ist so, wie ihr es am angenehmsten empfindet. Eine Drehung in der Wirbelsäule, dehnt euren Hüftbeuger, dehnt die Leiste und wir machen das Ganze auf die andere Seite. Ein Bein schiebt die nach hinten raus und schraubt euch in die Decke. Entweder ihr fasst an der Stuhllehne oder ihr fasst an der Sitzfläche, an eurem Oberschenkel und schraubt euch in die Decke. Schaut dabei über eure Schulter und kommt wieder zurück.
Dann bewegt euch hin und her, ganz wie ihr möchtet. Bewegt die Schultern, bewegt den Kopf, kreist die Schultern. Zieht noch einmal die Arme nach oben. Und legt dann die Handflächen nach oben ausgerichtet wieder auf eure Oberschenkel. Schließt kurz noch die Augen, richtet euch auf, die Füße stehen auf dem Boden. Lasst die Schultern ganz bewusst locker hängen. Die Hände liegen locker auf den Oberschenkeln. Das Gesicht ist entspannt, der Kiefer ist entspannt, die Stirn ist entspannt. Dann bewegt die Fußspitzen und die Hände wieder. Dann bewegt noch einmal alles, streckt noch einmal alles, rollt die Schultern nochmal. Und dann hoffe ich, seid ihr gestärkt und entspannt für die nächste Runde am Schreibtisch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das Video liked oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich auf das nächste Training mit euch. Macht's gut. Tschüss.